Ich habe eine Kerze angezündet. Warum? Sie soll ein Zeichen sein für die Freude, die mit dem Ruhetag einhergeht, den wir aus der Bibel als Sabbat kennen. Willkommen zu Shabbat Shalom, unserer kurzen Gedenkzeit zum Sabbatanfang. In den rund 90 Sendungen, die es in der Reihe Shabbat Shalom inzwischen gibt, haben wir allerlei an Alltäglichem gesehen. Einen Garten, Vögel, Wind und Wellen, die Sonne. Ab und an hatten wir auch ein paar exotische Bilder dazwischen. Und auch heute habe ich etwas Exotisches für Sie. Gabi Pratt, seine Kollegin aus dem Redaktionsteam, hatte vor einiger Zeit Gelegenheit, im Rahmen eines internationalen Projektes bei Dreharbeiten in Südafrika dabei zu sein. Da ging es nicht um bemerkenswerte Landschaften, sondern um die Begegnung mit Tieren. Und ehe ich eine lange Vorrede halte, lasse ich Sie am besten selbst zu Wort kommen. Schauen Sie mal hier. Ich liebe Tiere, seit ich denken kann. Alle Tiere. Es gibt keins, vor dem ich mich ekle. Irgendetwas Spannendes ist an jedem Tier, finde ich. Aber keine Begegnung mit einem Tier hat mich bisher so umgehauen wie die mit Elefanten. Als wir für die Dreharbeiten im Neißner Elefantenpark ankamen, waren die Tiere auf dem riesigen, weitläufigen Gelände unterwegs. Tagsüber bewegt sich die kleine Herde frei und wird erst am Abend zum Schutz in den Stall gebracht. Der Anblick der Elefantengruppe, wie sie einen kleinen Hügel herunter auf uns zukam, hat mein Herz berührt und mir die Tränen in die Augen getrieben. Keine Ahnung warum. Ich spürte einfach eine tiefe Verbundenheit. Es folgten nahe Begegnungen mit einzelnen Elefanten, wie das Füttern eines Elefantenbabys mit einer riesigen Milchflasche. Ich konnte nicht anders, als anschließend einfach seinen Rüssel zu küssen. Dann am nächsten Morgen der Ritt auf dem größten Elefanten der Herde, Harry, einem Bullen von rund 4,5 Tonnen Gewicht und 4 Metern Höhe. Ein unbeschreibliches Gefühl, welche Kraft und welche Würde dieses Tier ausstrahlte. Welche Souveränität und Schönheit. Ich frage mich, warum wir Menschen Tiere so oft unterschätzen. Gerade Elefanten sind sehr intelligente und sehr emotionale Tiere. Wenn ein Tier aus einer Herde freilebender Elefanten stirbt, versuchen die anderen, ihn zunächst zum Aufstehen zu bewegen. Wenn sicher ist, dass er tot ist, dann trauern sie um ihn. Sich besonders nahestehende Elefanten hat man dabei beobachtet, wie sie noch Jahre später zu dem Ort zurückkehren, an dem der andere verstorben war, und dort trauern. Elefantenkühe in der Herde kriegen ganz schnell mit, wenn eine von ihnen trächtig ist. Lisette, die Besitzerin des Parks, hat uns erzählt, dass das Verhalten der Elefantenkühe sich ihr gegenüber verändert hat, als sie selbst schwanger war, noch bevor sie es wusste. Das zeigt mir, wie sensibel Elefanten sind. Und der Höhepunkt meiner ganz persönlichen Begegnung mit einem einzelnen Elefanten war die Begegnung mit Sally, einer sanften Elefantendame. Ich stand ganz nah bei ihr und habe ihr Bein umarmt. Ein wirklich unbeschreibliches Gefühl der Nähe, nicht nur äußerlich. Einer der bewegendsten und emotionalsten Momente in meinem Leben. Man kann über Elefanten alles Mögliche denken. Und auch wenn der alttestamentliche König David vielleicht nicht gerade Elefanten zu seinen Haustieren zählte, hat er doch ähnlich wie ich empfunden, als er an Gott dachte und seine Bewahrung. David schrieb: Er gibt mir Kraft und Stärke und öffnet mir einen gut gebahnten Weg. Erlauben Sie, dass ich nun ein kurzes Gebet spreche. Lieber Gott, diese großen Tiere sind beeindruckend und sie erreichen uns Menschen an Stellen, wo wir manchmal gar nicht denken. Danke, dass wir so etwas erleben und sehen dürfen. Und danke auch für den Ruhetag, den du uns geschenkt hast. Amen. Das ist schon etwas Besonderes, mit Elefanten auf so enge Tuchfühlung zu gehen und diese Wesen zu spüren, auch wenn man nicht mit ihnen direkt reden kann. Aber sie in ihrer Kunstfertigkeit zu bewundern und was sie mit dem einen Rüssel alles hinkriegen, ihre Kraft zu bestaunen und ihre enorme Intelligenz, ja ihre Seele möchte man geradezu sagen, ihr Innerstes, ihr Mitempfinden.
Es ist schon bewundernswert, was Gott sich da für Tiere ausgedacht hat. Wenn Sie jetzt als Familie zusammen sind, dann könnten Sie einmal folgendes Spiel machen. Jeder überlegt sich, wenn ich mal für einen Tag ein Tier sein könnte, welches möchte ich gern sein? Und warum gerade dieses Tier? Es ging auch umgekehrt. Welches Tier möchte ich auf keinen Fall einmal sein? Warum nicht? Das wird interessant, sich einmal von dieser Seite her gegenseitig ein wenig besser kennenzulernen. Viel Freude dabei und nun wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sabbat.